Gestern Abend habe ich Sie hier in der Lokalzeit auf eine Radiosendung hingewiesen, in der es um Fragen rund um die Ausbildung geht. Ausgestrahlt wird die WDR 2 Arena im Augenblick direkt aus dem Malerbetrieb Ahle in Paderborn. Diese Firma gilt mit 12 anderen Paderborner Betrieben als mustergültig, wenn es darum geht, neue Wege in Sachen Berufsausbildung zu gehen. Denn das sogenannte Paderhaus bietet mehrere Leistungen verschiedener Gewerke aus einer Hand, zum Wohle der Kunden, Handwerker und ganz besonders der Lehrlinge. Vorsichtig tupft Azubi Sean Hell die Farbe auf, schließlich soll sie nicht verlaufen. Der 21-jährige gebürtige Inder ist im zweiten Ausbildungsjahr zum Maler und Lackierer. Gerade hat er eine neue Arbeitstechnik gelernt. Das ist als Border gedacht, für oben oder unten oder in der Mitte. Das ist so eine Schablone, die wird so angelegt und mit einem beliebigen Ton super getupft. Das ist nur einfach als Verschönerung gedacht, für Wände oder für Decken. Egal was. Und ja, ich mache meine Ausbildung und ich mag das gerne. Es macht mir richtig Spaß. Der nächste Auftrag für Lehrling Sean ist ungewöhnlich. Sein Ausbilder, Malermeister Dietmar Ahle, erklärt ihm, dass er den Rest des Tages bei einem Zimmerer arbeiten wird, mit dem er gemeinsam in einer Handwerkerkooperative organisiert ist. Dietmar Ahle erklärt den Lehrlingstausch im Paderhaus. Paderhaus ist eine Handwerkerkooperation, die ich im Jahre 2003 gegründet habe. Wir sind zusammen 13 Handwerksfirmen, die Dienstleistungen aus einer Hand anbieten. Und es gibt nur einen Kümmerer, der sich um die Arbeiten kümmert, der es also auch koordiniert. Und wir haben auch in den Unternehmen Auszubildende und diese Auszubildende tauschen wir auch untereinander aus. Damit können wir sie weiterqualifizieren, damit lernen sie auch mal arbeiten aus einem anderen Gewerk. Und das ist auch nur förderlich für die Auszubildenden. Malerlehrling Sean ist beim nächsten Betrieb angekommen. Hier steht Fugenspachteln auf dem Programm. Johannes Iseken ist Zimmerermeister und Mitglied in der Kooperative Paderhaus. Vom Lehrlingstausch profitieren Auszubildende und Meister gleichermaßen. Wir haben also den Vorteil gehabt, dass wir dadurch Arbeitsspitzen abbauen konnten. Wir konnten uns kurzfristig mal eben eine Hilfskraft ausleihen. Und in artverwandten Berufen, wie zum Beispiel hier im Trockenbau, ist der Malerlehrling, der ja schon eine gewisse Vorbildung hat bei Spachtelarbeiten, sehr von Vorteil. Der Auszubildende Sean Hell ist einer von insgesamt 28 Lehrlingen der Handwerkerkooperative Paderhaus. Dass er bei verschiedenen Meistern einen Einblick in andere Berufsfelder bekommt, findet der 21-Jährige gut. So kann er sich besser qualifizieren. Ja, es ist einfach anders als normale Arbeiten. Man lernt auch neue Kollegen kennen, man lernt neue Arbeiten kennen. Und es ist einfach besser für mich, für meine Zukunft. Tauschlehrling Sean Hell und sein Meister machen für heute Feierabend. Morgen arbeitet Sean erst einmal wieder bei seinem Malerbetrieb. Bis zum nächsten Lehrlingstausch. Wenn Sie mehr über das Paderhaus oder die Ausbildung im Handwerk erfahren wollen, dann schalten Sie nach der Lokalzeit direkt vom Fernsehen aufs Radio um. Bis 21 Uhr geht die Live-Sendung noch aus dem Malerbetrieb Ahle. Auch wenn man beim Fernsehen als Moderator tätig ist, gibt es doch immer wieder artverwandte Jobs, die man nie im Leben ausüben könnte, weil man dafür schlicht und ergreifend untalentiert ist.